Professor Ley, lassen Sie uns anknüpfen an Ihren Grundgedanken, dass die Würde des Menschen, seine Einzigartigkeit, allein durch die Art, wie er die Welt erkennt, wie kaum ein anderer, das Zentrum einer Ethik im Konstruktivismus zu sein hat. Das haben Sie in Ihrem Buch über die Liebe zum Leben in diesem Jahr neu dargelegt. Im Kapitel über die Ethik des politischen Handelns stellen Sie die Sicherung der Grundrechte gleich an den Anfang. Sie meinen aber offensichtlich nicht in erster Linie bürgerliche Rechte. Welche Grundrechte meinen Sie? Und in welchem politischen System lassen Sie sich am besten bewahren? Das politische System, das Beste, das wir wahrscheinlich zur Zeit zur Verfügung haben, ist sicher die Demokratie, weil die Demokratie das einzige, soweit ich das überschauen kann, politische System ist, dass jedem Menschen seine Eigenwürde erlaubt und auch aus seiner Eigenwürde heraus dann seine Wahlentscheidungen treffen lässt. Alle anderen Formen, die diese Freiheit des Entscheidens einschränken, werden sicher nicht der Würde des je Einzelnen, des immer Würde des je Einzelnen gerecht. Es ist nicht die Würde der Menschheit, sondern die Würde des Einzelnen, die im Mittelpunkt des Denkens stehen muss. Auch und das ist gerade eben demokratisch. Und an welche Grundrechte denken Sie dabei, die da gesichert werden sollen oder müssen? Das sind die Grundrechte der Französischen Revolution, das ist die Freiheit, die Gleichheit und die Brüderlichkeit. Die Freiheit bezieht sich jetzt auf nicht nur die sozialen Freiheiten, die uns etwa unser Grundgesetz garantiert, sondern die Freiheit des Einzelnen, die sich in solchen Freiheiten realisieren kann, ist das Erhebliche. Wie sie also zum Beispiel in der UN-Menschenrechtscharta grundgelegt. Es gibt Menschen, die in einem Kerker leben, in einer Welt voller Freiheiten, in einem Kerker, in den sie sich selbst eingeschlossen haben, in dem sie nicht mehr die Welt so, wie sie ist, sehen und sich so ausgrenzen gegen das Anderssein der anderen oder auch das Andersdenken der anderen. Demokratie ist die einzige Gesellschaftsform, die, soweit ich das erkennen kann, das Anderssein des anderen akzeptiert, solange wir es nicht in diesem Fall jetzt im bürgerlichen Bereich gegen die Gesetze verstößt. Nun werden ja Grundrechte in letzter Zeit auch eingeschränkt, zum Beispiel mit der Begründung, sich gegen den Terrorismus zu wappnen oder die möglichen potenziellen Terroristen ausfindig zu machen und besser verfolgen und sich davor schützen zu können. Das heißt, diese Einschränkung von Grundrechten bedeutet dann auch eine Beschädigung des demokratischen Systems, das eigentlich diese Grundrechte schützen sollte. Ja, das ist eine die große Problematik, welche Werte sind so wertvoll, dass man sie durch Unwerte schützen muss. Durch ein Handeln schützen muss, das diesen Werten widerspricht. Diese konkrete Situation, in der wir uns sicher zum Teil gelegentlich gerade in der Flüchtlingsfrage befinden, ist so geartet, dass wahrscheinlich es auf keine Patentantwort, es keine Patentantwort gibt, sondern es ist im Gewissen jedes einzelnen Politikers überlassen, nicht nur überlassen, sondern verantwortlich zuzuordnen, dass er entscheidet, wie die Würde der Menschen, die in unser Land wollen und die Würde der Menschen, die in unserem Land leben, miteinander zu vereinbaren sind. Das heißt, es steht ja Würde unter Umständen gegen Würde. Und das ist das eigentliche Problem. Würde des Menschen ist absolut und kennt keine Quantität. Was keine Qualität kennt, muss gegeneinander stehen und gegeneinander abgewogen werden. Würde kann ich nicht gegen Würde abwägen, sondern ich muss das hinter irgendwelchen anderen, vielleicht in konkreten Situationen, die Würde schützenden Sichtpunkten subsumieren. Und dieser ist sicher auch, dass in Possession, also im Besitz der Würde zunächst mal die sind, die Fremdes zulassen.
Das Fremde zulassen ist ein wichtiger Aspekt der eigenen Würde. Wenn ich Fremdes nicht zulassen kann, dann gehe ich meine eigenen Würde verlustig. Mhm. Hier stehen Menschen in der konkreten Situation, die man in der Ethik perplexes Gewissen nennt. Und im perplexen Gewissen kann ich so oder auch anders entscheiden. Es gibt keine objektive Lösung dieses Problems. Das heißt, es ist sehr wichtig, bei der Wahl von Repräsentanten in einem demokratischen System gerade solche Leute zu bevorzugen, die nachgewiesenermaßen ein hohes ethisches Bewusstsein haben, gerade auch von der Würde des fremden Lebens. Das perplexe Gewissen erlaubt beide Ausgänge. Und wir befinden uns jetzt gleichsam in der Situation eines kollektiven perplexen Gewissens. Und ich weiß auch nicht, das muss jeder einzelne Politiker für sich entscheiden. Ich weiß nicht, ob die Situation des perplexen Gewissens, bei der jeder Ausgang falsch sein kann, aber einer gewählt werden muss, einer der großen ethischen Probleme der Menschen ist, die nur jeder Mensch für sich allein lösen kann. Ein perplexes Gewissen lässt sich nicht generalisiert lösen. Ist das so etwas wie, man wählt das kleinere Übel? Was ist das kleinere Übel? Genau, das ist die entscheidende Frage. Wie bemisst man das? Das kann man nicht, nicht? Man kann eine Würde gegen eine fremde Würde nicht abwägen. Beide sind absolut. Und wenn Absolutes gegen Absolutes steht und ich nur eins wählen kann, bin ich frei zu wählen. Und ist das dann zufällig oder habe ich dann einen weiteren Gesichtspunkt, nach dem ich mich richten kann? Und welcher wäre das? Ja, wie gesagt, das ist meinem persönlichen Gewissen überlassen, wie ich mich entscheide. Und mein persönliches Gewissen ist also eine Chancengrundlage, nur dann allerdings allgemein zu akzeptieren, wenn ich mich ernsthaft um meine Gewissensbildung bemüht habe. Ein nicht geschultes Gewissen wird sich nicht auf die Gewissensfreiheit berufen können und deshalb die Freiheit so oder auch anders zu wählen berufen können. Die Gewissensschulung ist das wahrscheinlich, das in unserer Gesellschaft am meisten vernachlässigt wird. Kinder werden meistens schon nicht mehr erzogen auf Gewissensentscheidung hin oder gebildet hin, nicht erzogen, gebildet hin auf Gewissensentscheidung hin, sondern auf Nützlichkeitsentscheidungen und ähnliche Sekundärqualitäten hin. Nützlichkeit, Leistung und was weiß ich, was gibt es, was sind alles Sekundärqualitäten. Wie sieht es denn mit den Grundrechten in den Unternehmen, gerade im deutschen Unternehmen aus? Wie werden die dort gewahrt oder wie kann man sie dort realisieren? Gibt es da gravierende Mängel, die Sie sehen? Ja, eine unternehmerische Entscheidung hat zwischen drei Polen zu wählen. Erstens den Mitarbeitern, zweitens dem Kapital und drittens dem Kunden. Diese Trias richtig zu werten und im Gleichgewicht zu halten, ist eines der wesentlichen Aufgaben der verantwortlichen unternehmerischen Entscheidung. Es ist also zu einfach, das auf Kapital und Arbeit zu reduzieren und dabei den Kunden außer Acht zu lassen. Diese Tripolarität des Denkens wird heute normalerweise auch in der Ausbildung von Führungskräften in der Wirtschaft nicht vermittelt. Dann müsste man nicht noch ergänzen. Sondern das Monopolar normalerweise die Kapitalorientierung, vielleicht noch die Kundenorientierung. An dritter Stelle kommt dann die Orientierung von den Mitarbeitern. Die Mitarbeiter wird dann nicht in der Ausbildung vermittelt, wie man das macht und was man zu bedenken hat, sondern ist allenfalls Akquisition des einzelnen verantwortlichen Entscheiders. Und müsste man nicht noch ein weiteres wichtiges Element hinzunehmen, was zu beachten gilt, nämlich die Gesellschaft? Es geht ja nicht nur um die Kunden eines Unternehmens, sondern es geht ja im weiteren Sinne auch, wenn wir an ökologische Fragen denken, auch um die Gesellschaft. Richtig, das ist ein soziales System, das sich nicht als Glied eines größeren, sehr viel größeren, letztlich also des Systems ganze Menschheit versteht, zumindest aber dann auf der Ebene des regionalen
nicht einbindet, auch in die ökologischen, also allein vom ökonomischen her denkt und nicht sich einbindet in das ökologische, politische und ethische Denken dieses konkreten Systems, Wertdenken dieses Systems, wird natürlich seine Funktion nicht erfüllen und wird auch früher oder später im Ökonomischen seine Probleme haben. Sie haben gesagt, dass sehr häufig die Mitarbeiterschaft nicht so im Vordergrund steht, wenn es darum geht, Kapital und Kunden vornehmlich zu bedienen. Manchmal ist es ja auch so, dass auch der Kunde nicht so im Mittelpunkt steht, der vielleicht nur behauptet, er stünde im Mittelpunkt. Also viele Leute haben ja das Gefühl, gerade bei den großen Konzernen, dass der Kunde da nicht besonders im Zentrum des Interesses steht. Der einzelne Kunde, also der Kunde in Masse schon, aber der einzelne Kunde. Wie könnten denn diese Mängel abgestellt werden, dass es eine Unterbestimmung gibt der Mitarbeiter- und Kundenorientierung? Zunächst ist das ein Problem, dass man im makroökonomischen Bereich oder auch im großökonomischen Bereich nur in Faktoren denken kann. Es geht nicht anders. Das, was wesentlich ist, ist die einzelne Führungskraft in der konkreten Führungssituation, die in dieser Tripolarität entscheiden muss. Wie optimiere ich was? Alle drei sind selten gleichzeitig in gleicher Intensität berücksichtigen, zu beachten und zu optimieren. Aber ich denke, dass hier die reine Orientierung oder die a priori als selbstverständlich geltende Orientierung um Kapital nicht von auf die Dauer nicht von Nutzen des Unternehmens ist. Wenn wir mal den aktuellen Fall dessen nehmen, was Dieselgate genannt wurde, also das Versagen der großen Automobilkonzerne beim Dieselthema, in dem sie die Kunden, aber auch die Öffentlichkeit über die Abgaswerte belogen haben, war das ein einseitiges Orientiertsein an den Kapitalinteressen und ein Verrat im Grunde an den Kunden, oder stand auch der Kunde da im Interesse? Weil es wird ja behauptet, der Kunde hätte immer nach Dieselmotoren gefragt. Ja, das ist schon sehr bedenklich, dass man noch in Kauf nimmt. Die Tatsache, dass in der Bundesrepublik zumindest doppelt so viele Menschen an der NOx, also an der Stickoxidbelastung sterben als an Verkehrsunfällen. Gegen die Verkehrsunfälle hat der Gesetzgeber eine ganze Menge getan, um die zu vermeiden. Bei der NOx-Emission hat er so gut wie gar nichts bislang getan. Und es wird hohe Zeit, das wenigstens mit zu bedenken in den ökonomisch-politischen Entscheidungen. Das heißt aber, der Gesetzgeber muss jetzt den Automobilhersteller dazu zwingen, das zu beachten. Die Automobilindustrie von sich her war da nicht in Gang gekommen. Die Gesetzgebung, also damit also jetzt personalisierter Gesetzgeber, ist sicher verpflichtet, auch was das Leben und die Gesundheit der Menschen, für die er Gesetze erlässt, mit zu bedenken. Und ich halte das im Augenblick für katastrophal, dass man die NOx-Belastung nicht bedenkt und noch nicht kaum bedenkt und erst recht kaum in gesetzgeberische Maßnahmen einlässt. Wir haben vorhin über die Grundrechte gesprochen, dass sie am besten in einem demokratischen System geschützt und gesichert sind. Die Kirchen sollten ja wohl Vorreiter sein für grundlegende Rechte, wie sie von ihnen verstanden werden. Doch das ist ja nicht wirklich der Fall. Welche Gründe gibt es dafür, dass die Kirchen gerade bei den Grundrechten eher im Hintertreffen sind als Vorreiter? Das liegt sicher in der Tradition der Kirche. Die Kirchen sind, wenn ich mal von meiner Kirche spreche, versteht sich ja doch immerhin mit einer mehr als 1900-jährigen Geschichte, fast 2000 Jahre Geschichte. Und es ist sicher auch ein Recht einer gesellschaftlichen Ordnung, eines gesellschaftlichen Systems, sich erst in der Tradition zu entwickeln und zu entfalten.
Und man kann nicht die Eierschalen, die im Konzil von Trient etwa die Kirche sich selbst angelegt haben, sprengen. Auf einmal, das ist ein Prozess, der lange währt. Und ich glaube, dass das Zweite Vatikanische Konzil gezeigt hat, dass die Kirche auf dem Wege ist, auch aus dem reinen Dogmatismus sich zu befreien und zu emanzipieren in das, was Luther die Freiheit des Christenmenschen genannt hat. Und diese Freiheit des Christenmenschen wird auch heute kaum mehr mit Ausschluss aus der Kirche etwa bestraft. Also hier ist die Kirche im Aufbruch und in der Veränderung. Ein soziales System, das sich nicht mehr verändert, stirbt früher oder später. Das gilt auch für die Kirche. Also, dass sie sich verändern müssen, wenn sie weiterleben oder weiter wirksam leben will. Da geht ja der aktuelle Papst Franziskus sehr stark voran, indem er gar nicht irgendwelche Dogmatiken oder Dogmen verhandelt, sondern indem er sehr stark auf pastorale und weltorientierte Punkte und Akzente setzt. Gleichzeitig ist er aber auch massiv angegriffen, gerade aus dem Vatikan und den Kurienleuten heraus. Sehen Sie eine Chance, dass sich das System hier wirklich weiterentwickelt, oder müssen wir damit rechnen, wenn dieser Papst vielleicht abdankt oder stirbt, wir dann mit einem Flashback rechnen? Die Kirche hat immer wiederum versucht, von dem von mir sehr verehrten Papst Celestin V. Bis hin zum jetzigen Papst, die Mauern, die Kirche um sich selbst gezogen hat, wenigstens so zu öffnen, dass man nach draußen ungestraft schauen konnte. Es liegt jetzt in dem Schicksal der Kirche, ob es ihr gelingt, auch eine Tür zu öffnen, die man hinaus und herein hinaus und gehen kann, um mal sich die Kirche von außen zu beschauen und wie sie von außen aussieht, um sie zu ändern und nicht nur von innen. Wie sähe eine Kirche aus, die dem Biophilie-Prinzip entsprechen würde? Das ist die Kirche, die Jeschua, wenn er denn schon eine solche Gemeinschaft gründen wollte, er hat immer nur vom Gottesreich gesprochen. Das Wort Kirche, Ekklesia, ist erst im Matthäus-Evangelium dann auftauchte, bis Petrus der Hölle sagte, können wir nicht mal eine Kirche bauen? Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Das ist der Glaube der frühen Kirche, das ist nicht die Jesusbotschaft. Die Jesusbotschaft kennt nicht das allein sich selig machende der Institution. Im Gegenteil, er hat immer gegen die Institutionalisierung der Religiosität gekämpft, die zu seiner Zeit die Institutionalisierung im synagogischen Judentum, synagogisch geprägten Judentum war. Und, das heißt, eine Kirche, die biophil ausgerichtet wäre, müsste erstmal sich selbst stark relativieren. Ja, ich glaube, dass eine Kirche, die sich selbst entdeckt, das bedeutet also, die sich selbst wieder nicht an irgendwelchen abstrakten Idealen, sei es von Konzilien formulierten, sei es in den Selbstverständlichkeiten des Nicht-Konzilier definierten, orientiert, dass eine solche Kirche dahin kommen kann, ihre Aufgabe so zu verstehen, wie es in Andeutung das Zweite Vatikanische Konzil verstanden hat, als Markt des Gottesreiches, also Ancile tu Basileia tutiu, der Markt des Gottesreiches. Sie hat keine andere Funktion, sie hat keine Selbstfunktion. Also Instrument. Sie hat einzig und allein die Funktion, Gottesreich in sich und durch sich und mit sich zu bewirken, sonst nichts. Gibt es denn außer den Gleichnissen, die von Jesus berichtet werden über das Gottesreich? Das ist richtig, ja. Die eine Institution, die sich selbstwertig macht, muss früher oder später scheitern. Denn keine Institution ist selbstwertig. Wertig sind in jeder
Institution nur die Menschen, die in dieser Institution leben. Was ist denn der Kern des Gottesreiches? Haben wir da mehr als die Gleichnisse, die von Jesus über das Gottesreich erzählt werden? Das sind ja nicht wenige Gleichnisse, ne? Mhm, das stimmt. Über die Struktur und Funktion des Gottesreiches hat Jesus ja genug gesagt. Aber was wird dann davon tatsächlich in der institutionalisierten Kirche gelebt? Das müssen wir uns ständig fragen. Kirche ist zu überprüfen, und zwar jede Generation zu jeder Zeit aufs Neue zu prüfen, ob und inwiefern sie wirklich noch die Magd des Gottesreiches ist. Die Magd, ja. Die Magd, genau. Sie also hat die ihre Marktfunktion, und wenn sie nicht ihre Marktfunktion verliert und ihre Herrschaftsfunktion gegenüber dem Gottesrat der Basileia TUTU betont, verliert sie den Auftrag, die Jeschua-Botschaft zu verkünden und zu vertreten. Vielen Dank, Professor Leih.